Damen und Herren, liebes Publikum allüberall, wir sehen hier ein Spielen mit den Begriffen Kandidatenstatus, Beitrittsverhandlungen. Die sind der Katalysator für die geordneten Verhältnisse, die damit geschaffen werden sollen, für Demokratie, Basisdemokratie, Wettbewerb, Marktwirtschaft, Wohlstand, alles das soll damit erreicht werden. Und wir können uns aber fragen, was ist denn mit der Erreichung dieser Ziele in den Gründungsländern? Ist der Unterschied in Italien zwischen Nord- und Süditalien mit 65 Jahren EU-Vollmitgliedschaft aufgehoben worden? Oder was hat die Vollmitgliedschaft Griechenland gebracht in über 30 Jahren? Also ein bisschen Failed State ist immer. Mit der EU ist er offenbar auch garantiert, trotz aller Subventionen, vielleicht gerade wegen der Subventionen und Institutionen, die sich nie wirklich substanziell reformiert haben und eigentlich immer nur Reformverzögerung, Reformverhinderung bedeutet haben. Wenn wir uns ein historisches Beispiel angucken, was für sich spricht, nämlich wie es wirklich gemacht wird, die Benelux, Belgien, Niederlande, Luxemburg, ein relativ homogenes Gebiet, die eine Zollunion gebildet haben, eine Wirtschaftsunion gebildet haben, parallel zu dem, was Deutschland, Frankreich und Italien veranstaltet haben. Diese homogenen kleinen Staaten, die zusammen einen mittleren Staat ergeben haben, konnten dann tatsächlich auf Augenhöhe mit Frankreich, Deutschland und Italien konkurrieren, kooperieren. Und der Westbalkan ist eigentlich in der vergleichbaren Situation. Ja, also die Westbalkanunion, Westbalkan-Zollunion wäre hier der erste Schritt und final vielleicht auch der bessere, der dieses Agieren auf Augenhöhe garantiert und es ausschließt, dass dieser Automatismus greift, dass die Landwirtschaft zunächst zerstört wird, dass die kleine und mittelständische Industrie zerstört wird, dass der Handel gestört wird durch die großen Player, die durch die EU den Markt übernehmen. Und dann sind natürlich die Subventionen, der Sozialstaat, der Apparat der EU auf der anderen Seite als Trostpflaster gedacht. So hat jeder was, aber es ist keine Win-Win-Situation. Zu viele verlieren. Insofern ist die Sache mit der Ever-Closer-Union, die da angestrebt wird, also es ist jetzt keine sexuelle Belästigung, aber es ist eine sozioökonomische Belästigung, sondergleichen. Es ist das Zwingen in eine Zwangsehe, die nicht sein muss. Ja? Und wenn man sich jetzt anguckt, was ist zu erwarten von den sadoökonomischen Brüsseler Spitzen, die da verabreicht werden? Wir sehen, dass in Nordmazedonien, wie es heißen muss, aber auch in Bosnien-Herzegowina, in verschiedenen dieser sechs Länder tatsächlich Investitionen getätigt wurden. Die deutsche Industrie, die österreichische und andere haben da investiert. Der Automobilbau bzw. die Zulieferung, der Teilebau ist da tatsächlich vorangegangen. Wir haben das bei Delegationsreisen vor Ort durchaus feststellen können, diesen positiven Effekt. Jetzt kommt die EU, jetzt kommt das Verbot des Verbrennungsmotors und Schluss ist mit der Industrialisierung, die da durchaus schon stattgefunden hat im Vorfeld. So, und es ist nichts als eine Verschlimmbesserung des Ganzen zu erwarten. Ein Teil der Leute wird nach dem, ja, es ist in vielen Kleinstaaten der Fall, also in Zentralamerika haben sie das Gleiche, dass ein Drittel oder die Hälfte der Bevölkerung gut oder schlecht bezahlt im Ausland lebt, nach Hause überweist und so ein relativ labiles Staats- und Gesellschaftsgebilde sich über Jahrzehnte nicht entwickelt und dass da auch ein Beitritt für die Zentralamerikaner zur NAFTA oder für die Balkanbevölkerung zur EU ebenfalls mehr Risiken als Chancen beinhalten könnte und die Strukturen nicht brechen würde, dass gut ausgebildete Leute raus wollen, dass gar nicht ausgebildete Leute raus wollen. Für die einen ist der attraktive Arbeitsmarkt im Norden das Zugpferd, für die anderen sind die Sozialleistungen und der Sozialtourismus der Anreiz. Also es ist für jeden eine Win-Win-Situation, außer für die Leute, die ehrlich wirtschaften wollen, sei es in Deutschland, sei es in den Ländern selbst. Und diese Möglichkeit der zwei Geschwindigkeiten, die Macron anspricht, ist eine wunderbare Sache, die das etwas abbremst. Noch besser wäre, die zwei Geschwindigkeiten in zwei Richtungen zu treiben. Ja? Also die EU der zwei Richtungen. Und dann sehen wir mal, welche die bessere ist. 65 Jahre sind vorgegeben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.